Und dann übergebe ich das Wort an die Ministerpräsidentin. Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, man könnte fast denken, die Sozialdemokraten haben ihren Kandidaten per Akklamation gefunden. Aber wie gesagt, wir warten mal ab, was hier passiert. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beraten den Landeshaushalt 2023/2024 und ich will genau so beginnen, wie Günter Rudolph das getan hat, in einer Zeit wirklich weltweiter Krisen, in einer Zeit auch der Gleichzeitigkeit von Krisen, für die für sich genommen eigentlich ganze Generationen sich mit der Herausforderung beschäftigen müssten. Und in diesen Tagen, Wochen und Monaten seit diesem brutalen Angriff, seit dem Angriff Putins auf die friedliche Ukraine, ist oft die Rede von einem Wort, ist oft die Rede von der sogenannten Zeitenwende. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, man darf sich da nichts vormachen. Denn die Zeitenwende hat in Wirklichkeit längst stattgefunden. 1999 in Tschetschenien, 2008 in Georgien und dann 2014 auf der Krim und dann am 24.02.2022 in der Ukraine. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, viel zu viele hat das nicht interessiert, wenn man genau hinschaut. Die einen, weil Tschetschenien möglicherweise zu weit weg ist und sie einen Autokraten, der billiges Gas geliefert hat, nicht verärgern wollten. Und die anderen, aber auch die will ich erwähnen, weil sie, während beispielsweise im Kleinen Tiergarten in Berlin im Jahr 2019 ein eindeutig zurechenbarer Auftragsmord stattgefunden hat, diese anderen tun es aus ideologischen Gründen nicht, weil sie von einer Äquidistanz über Jahre gesprochen haben. Eine Äquidistanz zwischen Russland und den USA zur Europäischen Union und zu Deutschland. Das muss man sich vorstellen. Ich habe mir vorgenommen, heute überhaupt nicht auf meine Freunde von der hessischen Sozialdemokratie zu schimpfen. Deswegen will ich gerne reden über Bundessozialdemokraten, beispielsweise über Rolf Mützenich. Beispielsweise über Rolf Mützenich. Wir wissen, Fraktionsvorsitzender der SPD im Deutschen Bundestag, er hat in einem Interview mit der NZZ im Jahre 2020 geantwortet auf die Frage, wie stehen Sie zum amerikanischen Partner? Macht er Ihnen auch Sorgen? Und jetzt hören Sie sich die Antwort an. Er antwortet, der amerikanische Partner macht uns nicht die gleichen, aber vergleichbare Sorgen. Er ist ähnlich unberechenbar und versucht, mit Druck auf deutsche und europäische Interessen einzuwirken. Ich fürchte, dass wir hier durchaus noch mit der einen oder anderen Überraschung in den nächsten Wochen rechnen müssen. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich das einmal vorstellen. Äquidistanz. Amerika und Russland auf eine Stufe im Verhältnis zur Europäischen Union und zu Deutschland gestellt. Ungeheuerlich. Auf der einen Seite die Vereinigten Staaten von Amerika, ein Land, die Unruhe auf Seiten der SPD steigt, das verstehe ich. Auf der einen Seite die Vereinigten Staaten von Amerika, ein Land, dem gerade wir Hessen viel zu verdanken haben, aber insbesondere ein Land, mit dem wir Werte teilen, mit dem die Europäische Union Werte teilt. Und auf der anderen Seite spricht Rolf Mützenich von Äquidistanz zu einem autokratischen Herrscher, der Auftragsmorde erteilt und der einen Angriffskrieg in Europa zu verantworten hat. Meine Damen und Herren, so können wir nicht weitermachen. Wir werden vor allem unser Denken verändern müssen, beispielsweise, dass der Schutz von Frieden und Freiheit bewaffnete Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit erfordert, beispielsweise, dass wir nicht über Äquidistanz reden sollten, sondern über die Stärkung der transatlantischen Verhältnisse, des transatlantischen Verhältnisses zu unseren amerikanischen Freunden, beispielsweise darüber, dass zudem Deutschland und Frankreich die europäische Souveränität stärken müssen, beispielsweise darüber, dass gerade wir als globalisierter Finanzplatz hier in Hessen auch über unsere Partnerschaft zu China sprechen müssen, diese Partnerschaft neu bewerten müssen, beispielsweise darüber, dass wir fatale einseitige Abhängigkeiten beenden werden müssen. Was wir jetzt brauchen, das sind Partnerschaften und das sind Geschäftsbeziehungen zu Wertepartnern, die so denken und die so leben wie wir, nicht anders. Das ist genau der Punkt. Und dazu gehören die USA, dazu gehört Kanada, CETA ist wichtig, dazu gehören die ASEAN-Staaten. Und, meine Damen und Herren, ich sage das sehr bewusst auch in diesem Hause,
Dazu gehört natürlich auch unser Verhältnis zu Taiwan. Wir müssen mit Taiwan anders umgehen. Das beginnt im Kleinen, das geht mit dem protokollarischen Umgang, und das geht auch zu den größeren Fragen im Umgang mit Taiwan. Meine Damen und Herren, eins ist in diesem Zusammenhang auch vollkommen klar. Die Ukraine braucht unsere volle Unterstützung. Die Soldaten in der Ukraine verteidigen gerade auch unsere Freiheit. Sie verteidigen die Freiheit und den Frieden in Europa. Das ist die Dimension dieses Krieges. Das ist die Dimension dieses Angriffs Putins auf die Ukraine. Und auch das muss sehr deutlich gesagt werden. Wenn Putin erfolgreich ist, dann gibt es nicht weniger Krieg, sondern da gibt es mehr Krieg. Und deswegen muss es uns besorgen. Und jetzt kommt die zweite Sozialdemokratin auf Bundesebene ins Spiel. Und deswegen muss es uns wirklich besorgen. Besorgen, dass die hessische Bundesverteidigungsministerin aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen bis zum heutigen Tag nicht einen einzigen Auftrag erteilt hat, nicht eine einzige Ausschreibung auf den Weg gebracht hat. Und meine Damen und Herren, ich erinnere mich an die großartige Rede, von Olaf Scholz, die ich wirklich großartig gefunden habe. Ich dachte, wir haben endlich einen Bundeskanzler, der klare Sprache spricht und der das liefert, was wir bestellt haben, nämlich Führung. Aber es war nichts. Nicht 2% Steigerung des Verteidigungsetats hat stattgefunden, sondern eine Kürzung um 300 Millionen Euro. So macht man keine Verteidigungspolitik, gerade nicht in dieser Zeit, meine Damen und Herren. Liebe Freunde von den Freien Demokraten, ich weiß ja, dass ihr gerne klatschen würdet, aber ihr dürft im Augenblick nicht klatschen. Es kommen auch wieder freiere Zeiten für euch. Verlasst euch darauf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Ministerpräsident, ich habe das Gefühl, dass irgendwo überall ein bisschen Unruhe herrscht. Wir haben das Gefühl, dass hier irgendwie überall ein bisschen Unruhe herrscht. Wir bewerten ja auch die Reden nicht, aber wir bewerten das Benehmen der Kolleginnen und Kollegen. Und es wäre ganz lieb, wenn alle ein bisschen die Tonstärke reduzieren würden und zuhören. Und sicherlich gibt es bestimmt dann noch eine sehr kluge Replik. Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin sehr dankbar, aber es geht ja als weiter da drüben. In den hinteren Reihen ist großer Lärm und große Aufregung. Wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, ich kann das verstehen. Ihr seid in Empfindungsprozess in der SPD, habt auch wenig Antworten auf die Fragen, die die Menschen beschäftigen. Deswegen, ich verstehe die Aufregung, sie stört mich nicht. Der große Vorzug ist ja, dass bei mir die Redezeit nicht begrenzt ist. Also ich kann einfach immer weiterreden und ich werde mir die Zeit auch nehmen. Ja, meine Damen und Herren, und Fakt ist natürlich, dieser Krieg ist längst bei uns angekommen. Dieser Krieg ist angekommen nicht in Person von Soldaten oder in der Form von Raketen, sondern er ist angekommen in der Form einer ernsten Energiekrise, die die Menschen verunsichert und die das Land destabilisieren soll. Und das ist das Kalkül Putins, und deswegen ist es richtig und wichtig, dass, und ich werde jetzt auch wieder versöhnlicher, dass die Regierungschefs der Länder und der Bundeskanzler sich einigen konnten auf eine Gas- und Strompreisbremse. Mir ist sehr wohl bewusst, dass die Menschen voller Sorge sind. Mir ist sehr wohl bewusst, dass die Menschen existenzielle Fragen in dieser Zeit umtreiben. Wie komme ich durch den Winter? Kann ich meine Rechnungen bezahlen? Wie kann ich meinen Betrieb weiterführen? All das sind Fragen, mit denen sowohl die Opposition als auch die Regierungsfraktionen als auch die Landesregierung tagtäglich befasst sind. Und ich finde, die Gas- und Strompreisbremse, sie gibt den Menschen Sicherheit in unsicheren Zeiten. Sie ist das richtige Signal. Es ist eine große Lösung, die möglich geworden ist. Die unselige Gasumlage ist weg. Die Winterlücke ist geschlossen worden zwischen Dezember und März. Und es ist ein Erfolg der Verhandlungen der Länder. Und es zeigt sehr eindeutig, dass Föderalismus politische Prozesse nicht bremst, sondern dass Föderalismus politische Prozesse sinnvoll bereichert. Ja, und wir in Hessen, wir flankieren das mit einem eigenen Hilfspaket. Hessen steht zusammen, heißt dieses Hilfspaket. Und zu Recht titelt die dpa, lieber Günther Rudolph, es war gar keine Erfindung jetzt von uns oder von der Pressestelle oder von irgendwelchen Öffentlichkeitsarbeitsstrategen. dpa titelt ja zu Recht, Hessen schnürt milliardenschweres Hilfsprogramm wegen Energiekrise. Ja, und so ist es ja auch.
Aber ganz abgesehen davon, das will ich schon auch noch einmal sagen, das Volumen ist immer wichtig, ist gar keine Frage. Aber das Volumen ist nicht alles. Und wir machen es uns auch nicht so einfach wie Berlin. In Berlin nehmen die einfach Geld, was andere Länder im Länderfinanzausgleich zur Verfügung stellen und geben das aus. Das ist eine einfache Übung. Wir machen das in Hessen anders. Und dieses Hilfspaket hat schon jetzt eine Geschichte. Und da will ich zur Opposition kommen und will das voller Respekt und voller Wertschätzung, aber, das will ich auch sagen, René Rock und lieber Günther Rudolph, auch voller Dankbarkeit sagen. Dieses Hilfspaket hat schon jetzt eine Geschichte, weil das Hilfspaket auf dem Austausch mit den Teilnehmerinnen und den Teilnehmern des Hessischen Sozialgipfels basiert. Das heißt, wir haben alle Sozialverbände in Hessen an Bord gehabt, die formuliert haben, was nötig ist, die formuliert haben, was sie brauchen und die formuliert haben, was wichtig ist. Und ich glaube, das war genau der richtige Weg, auch darauf einzugehen. Und es hat schon eine eigene Geschichte, weil es die Eckpunkte aufgreift, die die Landtagsfraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen und die SPD und die FDP in einer wirklich guten und konstruktiven Zusammenarbeit gemeinsam vorgelegt haben. Deshalb ist dieses Programm auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Neben dem Volumen und neben allen Zahlen. Die Botschaft ist aus meiner Sicht viel wichtiger. Die Botschaft lautet, Hessen steht zusammen. Es ist ein Landesprogramm, das basiert auf einem sehr breiten, auf einem sehr gesellschaftlichen und parteiübergreifenden Konsens, mit dem wir in Hessen gemeinsam die Folgen dieses schrecklichen Krieges bewältigen wollen. Der Kern ist es, dass ganz konkret Menschen, Vereinen, Initiativen, Einrichtungen und Unternehmen geholfen wird, die eben nicht in ausreichendem Maße von den Hilfen des Bundes, beispielsweise die Sportvereine, die ja vergessen worden sind im Übrigen bei der Formulierung des Bundes, die wir jetzt eben hier wieder reingeholt haben, sie alle profitieren davon. Und das bedeutet, wir lassen niemanden im Stich in dieser Krise. Und es geht insofern eine wirklich wichtige Botschaft davon aus, weil die Kräfte der Mitte gezeigt haben, wir haben eine Botschaft. Gerade in der Krise steht die Gesellschaft zusammen, die Demokratie funktioniert, die Politik handelt, die Politik ist nicht handlungsunfähig in einer solchen Zeit. Und was wir damit tun, ist, dass wir denen entschieden entgegentreten, die Probleme nicht lösen, sondern die Probleme für ihre eigenen Zwecke mobilisieren wollen. Wir lassen uns nicht spalten. Wir können, wir wollen und wir werden diese Krise gemeinsam bewältigen. Und dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Ja, meine Damen und Herren, Politik hat sehr viel mit Vertrauen und mit Zuverlässigkeit zu tun. Und Zuverlässigkeit ist für mich nicht nur als Familienmensch, als Vater und als Ehemann ein sehr hoher Wert, sondern sie ist für mich als Ministerpräsident dieses Landes und seiner Bürger ein ganz besonders hoher Wert. Und ich habe in meiner ersten Regierungserklärung hier von diesem Pult im Hessischen Landtag aus, am 6. Juli dieses Jahres, habe ich Ihnen viele Zusagen gemacht. Zusagen, die wir jetzt, die Schwarz-Grün, jetzt mit diesem Haushalt einlöst. Schwarz-Grün im Übrigen, Sie sehen das an der Zusammenarbeit, wie das funktioniert, wie wir einen solchen Haushalt vorlegen. Es funktioniert großartig, konstruktiv und freundschaftlich. Ja? Ich weiß gar nicht, warum Sie da so nervös lachen. Also, ich freue mich immer darüber, wenn wir miteinander lachen, aber das war mir eine Nummer zu nervös jetzt. Aber das zeigt sich ja jetzt schon. Bei mir bin ich total gelassen. Also je wilder es zugeht, desto ruhiger werde ich. Aber was ich sagen will, ist, wenn Sie mal, und das ist halt das, was ich damit sagen will, dass es gut funktioniert, wenn Sie mal meine Regierungserklärung nehmen und sie neben diesen Haushalt legen, dann werden Sie feststellen, versprochen und gehalten. Und wenn Sie eine Synopse, zwei Spalten, Regierungserklärung und Haushalt, dann sehen Sie eins zu eins umgesetzt. Beispielsweise habe ich gesagt, Klimaschutz ist für uns ein zentrales Zukunftsthema. Wir haben jetzt ein Klimagesetz vorgelegt. Wir investieren mit diesem Haushalt in den Klimaschutz, sage und schreibe, 1,8 Milliarden Euro. Ich habe den Ausbau des ÖPNV hervorgehoben, und wir setzen das Deutschlandticket für 49 Euro jetzt um. Ich habe als drängendste Herausforderung die Digitalisierung benannt. Für die Digitalisierung Hessens stehen im Doppelhaushalt 2023/2024 600 Millionen Euro zur Verfügung. Ich habe gesagt, dass, und jetzt komme ich zu dem Teilbereich, den Günther Rudolph besonders hervorgehoben hat, zu Recht, weil es ein wichtiger Bereich ist, zugegebenermaßen. Deswegen habe ich auch damals gesagt, dass wir die Krankenhäuser in Hessen zukunftssicher aufstellen werden. Und mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 stärken wir die Krankenhauslandschaft wie nie zuvor. Wir stärken die Krankenhauslandschaft wie nie zuvor mit diesem Doppelhaushalt.
Sonderinvestitionsprogramm wird um 80 Millionen €, Anhebung der Pauschalförderung um 90 Millionen €, Darlehensprogramm in Höhe von 140 Millionen €. Insgesamt, hören Sie sich bitte die Zahl an, insgesamt mobilisieren wir für die Krankenhausfinanzierung 1 Milliarde Euro mit diesem Haushalt. Ich finde, das ist ein echtes Wort, und das trägt zur Zukunftssicherung bei. Und jetzt will ich noch zu dem Thema kommen. Ich gucke zu Frau Dorn und zu Michael Boddenberg. Der gestrige Tag war ein besonderer Tag. Der gestrige Tag ist ein echter Durchbruch gewesen. Und dieser Durchbruch ist Frau Dorn und Herrn Boddenberg gelungen. Sie haben einen großartigen Durchbruch erzielt bei den Verhandlungen zum UKGM. Und ich will das sehr deutlich hier sagen. Ich bin beiden dankbar und ich habe Respekt vor der Leistung, die sie erbracht haben. Das ist ein großartiges Verhandlungsergebnis, weil wir mit diesem Verhandlungsergebnis Wissenschaft und Forschung fördern, weil wir mit diesem Verhandlungsergebnis Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicherheit geben und natürlich, weil wir auch den Patienten Sicherheit in unsicheren Zeiten geben. Und es zeigt einmal mehr, wie gut und wie partnerschaftlich diese Koalition zusammen funktioniert. Schwarz-Grün hat die Menschen im Blick, und das haben wir gerade beim UKGM am gestrigen Tage unter Beweis gestellt. €800 Millionen an den Standorten Gießen und Marburg. Optimale Gesundheitsversorgung für die Menschen. Qualität von Forschung und Lehre wird dadurch gesichert. Und natürlich die Sicherheit der Arbeitsplätze. Und deswegen, ich stimme dem ärztlichen Geschäftsführer des UKGM, Herrn Prof. Seeger, ausdrücklich zu. Das ist ein historischer Tag. Das ist ein historisches Datum. Ja. Und im Übrigen haben auch die beiden Präsidenten, Mukherjee und Naus vollkommen recht. Die sagen, wir begrüßen diese Verständigung sehr. Sie ist für die zukünftige Entwicklung unseres universitätsmedizinischen Forschungs- und Wissenschaftsstandortes von unschätzbarer Bedeutung. Der gestrige Tag ist ein wichtiger Schritt gewesen für ein starkes und zukunftsfähiges Uniklinikum Gießen und Marburg. Und das hat es auch verdient, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, und genauso, meine sehr geehrten Damen und Herren, es hat mich gewundert, dass Günter Rudolph das Thema gar nicht erwähnt hat. Wahrscheinlich, weil wir es gut gelöst haben. Der Innenminister hat mit dem Finanzminister und der Koalitionspartner, wir haben das großartig gelöst, muss ich sagen, wenn ich uns mal selbst loben darf, ausnahmsweise mal selbst loben darf. Genauso habe ich zugesagt, dass eine, und ich zitiere, Regierung unter meiner Führung die Besoldung unserer Beamten neu regeln wird. Zitat, ein stabiler Staat braucht einen starken öffentlichen Dienst. Gesagt, getan, meine Damen und Herren, zum 1.4.2023, ach, Tarifgemeinschaft der Länder. Das ist eine ganz tolle Einrichtung, gar keine Frage. Aber fragen Sie doch einmal die Gewerkschaften, fragen Sie doch einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob die überhaupt dahin zurück wollen. Die wollen dahin gar nicht zurück. Die sind froh, dass es so ist, wie es ist, weil es in Hessen besser ist. Und das gilt auch für die Beamtenbesoldung. Niemand in ganz Deutschland packt das Thema Reparatur der Beamtenbesoldung so an, wie wir das gerade in Hessen tun. 1.4.23 und 1.1.24. Die hessischen Beamten erhalten jeweils 3% zusätzlich zu den sonstigen Erhöhungen, die sowieso stattfinden. Und nicht nur das. Zudem gibt es, auch das muss man berücksichtigen, zudem gibt es ab dem 1.4.23 für die ersten beiden Kinder jeweils 100 € mehr und für jedes weitere Kind steigt der Zuschlag um jeweils 300 € im Monat. Und wenn Sie eine Familie mit 4 Kindern haben, sind das 800 € im Monat mehr, zusätzlich zu den prozentualen Erhöhungen, meine sehr geehrten Damen und Herren. So. Und dass wir das mit unserem Vorgehen richtig machen, das belegt ein Zitat aus dem Finanza, der Zeitschrift der Deutschen Steuergewerkschaft, Ausgabe 6/22. Ich zitiere, in einer ersten Reaktion haben wir den Schritt und das Worthalten des neuen Ministerpräsidenten gelobt. Wir erkennen die angekündigte Gesetzesinitiative absolut und ausdrücklich als Signal der hessischen Landesregierung an, meine Damen und Herren. Das schreibt eine Gewerkschaft. Sie sehen, wir haben es richtig gemacht. Das ist der richtige Weg, um die Beamtinnen und Beamten angemessen zu alimentieren, um ihnen unsere Wertschätzung deutlich zu machen. Und ich will das sehr klar sagen. Das sind ja Schritte in einem Mehrfachschritteprogramm zur Wiederherstellung einer amtsangemessenen Beamtenbesoldung. Und das ist eine Herkulesaufgabe. Das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist eine Herkulesaufgabe. Und das zeigt die Summe von einer 500 Millionen €, 500 Millionen €, strukturell und Jahr für Jahr. Meine Damen und Herren, das soll uns erst einmal einer nachmachen.
Dritter Teil mit Bundessozialdemokraten ist dann aber auch zu Ende. Ich habe mich dann auch abgearbeitet langsam. Wenn ich von Nachmachen spreche, dann würde ich mir doch sehr wünschen, dass wir gerade im Bereich der inneren Sicherheit, sich die Bundesregierung ein Vorbild an Hessen nehmen würde. Es würde Ihnen gut zu Gesichte stehen, denn der Haushalt des Bundes, Bundesinnenministeriums, der liegt meilenweit hinter den Ankündigungen zurück und der gefährdet notwendige Maßnahmen in unserem Land, der Haushalt des Bundesinnenministeriums. Deswegen sage ich sehr klar, wir müssen mehr statt weniger investieren für die Sicherheit. Und jetzt ist eben nicht die richtige Zeit, um beim Bevölkerungsschutz zu sparen, beim Katastrophenschutz zu sparen, beim BBK zu sparen, beim THW zu kürzen. Meine Damen und Herren, was haben die in Berlin eigentlich nach der Katastrophe im Ahrtal gelernt? Offensichtlich nichts. Ausschließlich Ankündigungen. Nichts ist umgesetzt worden. Ein großes Problem. Und am Ende ist es nicht ganz so schlimm gekommen, wie wir befürchtet haben. Am Ende haben die vielen Diskussionen, insbesondere mit uns, durchaus eine Wirkung gezeigt. Aber wissen Sie, im Vergleich zu den ersten Entwürfen des Haushalts, aber wissen Sie, was ich eigentlich ganz schlimm finde? Das ist das fatale Signal, was man an die Ehrenamtlichen gerade beim THW ausgesendet hat, nämlich, dass sie ihnen offensichtlich nicht das Geld wert sind, was versprochen worden ist. Und das ist das große Problem an diesem Haushalt. Denn der Ansatz beim THW bleibt hinter dem Ansatz von 2022 zurück. Vergleichbares beim BBK. Und dann kommen wir mal zur Bundespolizei. Bei der Bundespolizei sind unter dem Strich ebenfalls die Mittel gekürzt worden. Und das machen wir in Hessen anders. Das machen wir in Hessen vollkommen anders. Vor 20 Jahren haben der Polizei 844 Millionen € zugestanden. 2023, 2024 investieren wir, und zwar Jahr für Jahr, in jedem Jahr rund 2 Milliarden € in die hessische Polizei. Bis 2025 werden über 16.000 Polizistinnen und Polizisten auf den Straßen unterwegs sein. So viel wie noch nie zuvor. Und, meine Damen und Herren, es zahlt sich auch aus, dass wir diese Investitionen getätigt haben. Wir haben eine Aufklärungsquote von 66%. Meine Damen und Herren, und dafür möchte ich ganz besonders den Beamtinnen und Beamten danken, die Tag für Tag in einer sehr schwierigen Situation, in schwierigen Zeiten, jeden Tag für Sicherheit sorgen. Wir sind Ihnen dankbar dafür, dass Sie diesen Dienst tun. Und oft fragen, das wird Ihnen nicht anders gehen, oft fragen die Leute ja, wie unterscheidet sich eigentlich Politik? Wie unterscheiden sich eigentlich die Ansätze der Sozialdemokraten von den Ansätzen der Christdemokraten und so weiter und so fort? Und wenn Sie es irgendwo ganz besonders gut sehen können, dann können Sie es hier besonders gut sehen. Die einen reden und die anderen handeln. Und wir in Hessen jedenfalls gehören zu denen, die handeln. Und das haben wir bewiesen. Das beweisen wir mit diesem Haushalt. Ja. Und ich komme zurück zur Regierungserklärung vom 7.6.2022. Da habe ich angekündigt, dass aufgrund der Belastung der hessischen Justiz wir einen Pakt für den Rechtsstaat auflegen. Auch hier gilt gesagt, getan. Zur Stärkung der Justiz werden 477 neue Stellen veranschlagt. Die Erbesoldung wird verbessert. Meine Damen und Herren, das, was wir hier machen, ist einzigartig in der Geschichte dieses Bundeslandes. Insbesondere auch, weil diese Stellenmehrung, die wir machen, quer durch alle Laufbahnen geht, vom Justizwachtmeister über die Servicestellen zum Rechtspfleger bis hin zu den Richtern und den Staatsanwälten. Und ich sage es noch einmal, das ist einzigartig, was wir hier vorlegen. Ja. Und Sie haben das angesprochen. Sie haben unseren erfolgreichen Kultusminister angesprochen, auch im Bereich der Schule. Na, der ist ja noch wirklich bundesweit anerkannt als einer der Experten im Schulwesen. Also, das ist nur wirklich über jeden Zweifel haben. Also, und auch im Bereich der Schule gilt, gesagt, getan. Ich habe am 7.6. den Ausbau unserer Ganztagsangebote angekündigt. Hier kommt er mit der Einlösung dieses Versprechens. 4.000 neue Stellen. 4.000 neue Stellen für Hessens Schulen. Leute, es gab, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gab Zeiten, da hätten wir eine ganze Legislaturperiode darüber diskutiert. Mit Schwarz-Grün kommt sie in einem Doppelhaushalt, diese Zahl. 4.000 neue Stellen. Und ich weiß ja, wenn Herr Degen jetzt noch ein bisschen Redezeit abbekäme,
was dann kommen würde. Ich bitte Sie aber wirklich inständig, hören Sie wirklich auf mit dem Märchen, wir könnten die Leute nicht besetzen, die Stellen zur Verfügung zu stellen. Das ist das eine, sie zu besetzen, das andere. Wissen wir doch alles. Deswegen haben wir längst Maßnahmen ergriffen, bereits seit 2000. Welche? Möchte ich Ihnen gerne liefern, Bereits seit 2016 bzw. 2017 haben wir umfassende Maßnahmen ergriffen, beispielsweise bei der Ausweitung der Studienkapazitäten, Studienplatzkapazitäten im Grundschullehramt um 50%. 50%, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind erste sichtbare Effekte in unseren Schulen. Zweitens Programme zur Weiterqualifikation von Lehrkräften, beispielsweise Quereinstiegsprogramme. Und als neueste Maßnahme werben wir unmittelbar bei unseren Schülerinnen und Schülern für den Lehrerberuf. Meine Damen und Herren, natürlich steigt der Bedarf an Lehrkräften auch bei uns. Aber mit den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, können wir das decken. Und das bedeutet, dass wir für alle Lehrerstellen auch Menschen finden, die die Kinder und Jugendlichen unterrichten. Bitte, deswegen meine inständige Bitte, erzählen Sie die Geschichte nicht mehr. Ich weiß, sie ist oft kolportiert worden, aber trotzdem stimmt sie nicht. Ja, meine Damen und Herren, bei all diesen Investitionen und Maßnahmen gilt für diese Landesregierung natürlich auch weiterhin der Grundsatz solider und seriöser Finanzpolitik. In Hessen gilt die Schuldenbremse. Das ist für uns keine Folklore, sondern die Freien Demokraten lachen. Das finde ich ja ganz besonders witzig. Ich muss meinen Zettel suchen, weil also wenn mein Freund René Rock lacht, muss ich ihm doch etwas entgegnen. Das ist der Unterschied dieses Haushalts zum Bundeshaushalt. Wir können nicht so ein Riesenvermögen aufbauen. Wirtschaftsstabilisierungsfonds, 200 bis 250 Milliarden €. Ihr macht Schulden, die wir bis 2060 abbezahlen müssen. Das sind alles Schulden, die da gemacht werden. Wir können das nicht, weil es verfassungswidrig wäre. Das ist der Unterschied. Und deswegen in Hessen gilt die Schuldenbremse. Das ist für uns keine Folklore. Das ist für uns Generationengerechtigkeit. Und dafür steht diese schwarz-grüne Landesregierung. Lassen Sie mich, vielleicht komme ich sogar mit der Zeit aus, lassen Sie mich zum Abschluss noch auf ein Thema eingehen, das mir besonders am Herzen liegt, das uns allen besonders am Herzen liegt. Günter Rudolph hat es auch zu Recht angesprochen, das ist ein wichtiges Thema. Das ist der wachsende Zustrom ausländischer Flüchtlinge, der uns natürlich alle vor neue Herausforderungen stellt. Und ich will das ganz ausdrücklich sagen. Mein ganzer Respekt und mein ganzer Dank gilt der gesamten kommunalen Familie, die diese Herausforderung wirklich eindrucksvoll stemmt. Wir alle haben eine enorme Wertschätzung für diese beeindruckende Leistung. Aber auch das will ich sehr klar sagen. Der Schlüssel für das Zuwanderungsgeschehen, der liegt auf Bundesebene, der liegt bei der Bundesinnenministerin. Und deswegen ist jetzt die Bundesinnenministerin und ist die Bundesregierung aufgefordert, zu handeln. Sie müssen aus ihrem Tiefschlaf aufwachen. Die Kommunen sind überfordert. Wir müssen den Kommunen der kommunalen Familie helfen. Deswegen sage ich sehr deutlich, Land und Kommunen müssen das gemeinsam und sie müssen es Hand in Hand bewältigen, was die Bundesinnenministerin nicht bewältigt. Und deswegen begreift die Landesregierung, ich will das gerne zitieren. Der Staatsminister Wintermeyer hat es in der Fragestunde auf die Fragen schon geantwortet. Aber ich will es sehr deutlich sagen. Die Landesregierung begreift die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Unterkünften, einen fairen Schlüssel bei der Verteilung der Flüchtlinge auf die Kommunen, eine ausgewogene Verteilung der finanziellen Lasten zwischen Land und kommunaler Familie und natürlich, ich habe es eben gesagt, gemeinsam vom Bund einzufordernde Maßnahmen zur Begrenzung der Flüchtlingszahlen als vordringliche Aufgabe. Wir begreifen sie als Aufgabe, die angegangen werden muss und die bewältigt werden muss. Und deswegen hat die Landesregierung beschlossen, dass wir kurzfristig die Kapazitäten in den Flüchtlingserstaufnahmen erhöhen. Staatsminister Wintermeyer hat es vorgetragen, dass wir zeitnah mit den Kommunen, auch das ist ja gefordert worden, selbstverständlich eine faire Lastenverteilung in Sachen Flüchtlinge eintreten. Im Fokus steht auch die Verteilung der zusätzlich vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für die Aufnahme und für die Versorgung von Geflüchteten. Das ist doch selbstverständlich. Ich habe mit den kommunalen Spitzenverbänden darüber gesprochen, dass wir das fair verteilen wollen, dass wir das sauber machen wollen, dass wir es transparent machen wollen. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. Wir haben eine Koordinierungsstelle Flüchtlingsunterbringung eingeleitet. Der Regierungsvizepräsident von Gießen wird die leiten. Wir haben ein Steuerungsgremium auf Verteilungsleiterebene gebildet. Wir haben mittlerweile eingerichtet einen institutionalisierten Dialog, in dem, wie heute schon vorgetragen, entscheidende, wichtige, pragmatische Fragestellungen geklärt werden. Und auch hier gilt, und auch das will ich als Bitte formulieren, die demokratischen Kräfte sollten sich bei dieser Frage nicht auseinanderdividieren lassen. Wir müssen das gemeinsam stemmen. Wir werden die Situation nur gemeinsam bewältigen können.
können. Und auch das ist sehr klar. Ich bin sehr sicher, dass wir, wenn wir es gemeinsam machen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, die Dinge gemeinsam bewältigen können, die Möglichkeit gibt. Wir dürfen denen von der einen Seite und von der anderen Seite nicht auf den Leim gehen. Die demokratischen Kräfte müssen in dieser Frage beisammen bleiben. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allem Streit in der Sache, der richtig und wichtig ist, die Demokratinnen und Demokraten in Hessen sind sich im Großen und im Ganzen oft näher, als manche hitzige Diskussion vermuten lassen mag. Dafür steht das Landesprogramm, was ich angesprochen habe. Ich will es noch einmal sagen. Ich bedanke mich für die konstruktive Zusammenarbeit. Wir lassen in diesem Land niemanden im Stich. Niemand muss sich Sorgen machen, dass die Heizung im Winter kalt ist. Wir geben den Bürgerinnen und Bürgern, wir geben den Unternehmen, wir geben Verbänden und Vereinen Sicherheit in unsicheren Zeiten. Diese Landesregierung hat dafür Voraussetzungen geschaffen mit den demokratischen Kräften in diesem Parlament, dass wir gut über den Winter kommen. Deswegen kann man feststellen, Hessen ist stabil. Das ist die wichtigste Nachricht. Und die Landesregierung sorgt mit dem Doppelhaushalt für Sicherheit in unsicheren Zeiten. Das ist die zweite Nachricht. Ich glaube, mit diesem Haushalt kann man in eine solche Krise gut hineingehen, kann eine solche Krise gut überstehen. Wir werden es gemeinsam schaffen. Da bin ich mir sicher. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Punktlandung. Nein. Fünf Sekunden. Punktlandung. Ja, vielen Dank an den Ministerpräsidenten. Er hat seine Ankündigung auch in diesem Punkt wahrgemacht. Er hat 0,3 Sekunden überzogen. Also nicht überzogen, er ist im Limit geblieben. Vielen herzlichen Dank.